Gestern wurden gleich zwei Umfragen veröffentlicht, die die NPD erstmals in diesem Landtagswahlkampf bei 5% sehen. Ich denke, das kann man jetzt ohne Übertreibung als Trend bezeichnen. Diese neuen Umfragen zeigen, dass es sich wirklich lohnt, bis zur letzten Minute, bis zum 31. August nochmal alles zu geben. Das ist mein Appell an alle Wahlkämpfer draußen, die uns unterstützen, aus Sachsen und auch von nah und fern. Und bitte gebt nochmal alles, lasst euch aber auch nicht provozieren. Ich gehe davon aus, dass der politische Gegner jetzt nochmal alles versuchen wird, um die NPD aus dem Landtag herauszuhalten. Bitte also nicht auf Provokationen reagieren, macht konsequent weiter mit eurem Wahlkampf, mit unserem Wahlkampf, und dann wird uns der zweite Wiedereinzug am 31. August gelingen. Ja, als Parteichef bin ich hier in Sachsen natürlich sehr, sehr dankbar, dass hier so gut vorgearbeitet wurde. Was wir hier vorgefunden haben, war einmalig organisiert. Die Motivation der Leute von der ersten Sekunde an sehr, sehr hoch, beflügelt jetzt natürlich durch die 5%-Voraussage. Und ich sehe, dass die 5% geschmeichelt ist. Ich denke, wir liegen gut über 5%. Wir haben das Ergebnis gemeinsam bisher verbessern können, von den ersten Umfragen ausgehend. Und ich möchte das auch verbinden, zunächst als Parteivorsitzende der NPD, hier nochmal ganz klar zu sagen, es müssen jetzt noch drei Dinge geschafft werden. Erstens, absolute Disziplin, keine Provokationen mit irgendwelchen Aktionen beantworten, die uns nur schaden können. Zweitens, wir müssen weiterhin hart argumentieren, hart arbeiten, mit Fakten operieren, was wir bisher brillant geschafft haben. Drittens, wir müssen am Ball bleiben, um in die Öffentlichkeit zu kommen, auch mit spektakulären, konstruktiven, ganz neuen Ansätzen. Wir haben da noch Ideen, hier ist was in der Planung. Das geht aber nur, wenn wir zusammen jetzt die nächsten 8 Tage wirklich 100% nochmal unsere Kraft motivieren für einen Wiedereinzug unserer NPD hier in den Landtag von Sachsen. Gehen Sie zur Wahl, wählen Sie NPD, denn wofür wir stehen, das brauchen wir Ihnen nicht zu erklären. Das haben wir in vielen Jahren harter Arbeit in Deutschland klar zum Ausdruck gebracht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und denken Sie daran, die Zweitstimme zählt. Auch die Zweitstimme selbstverständlich zählt auch. Wenn Sie da also einen anderen Liebling haben, Erststimme, naja, aber die Zweitstimme, die muss natürlich für unsere Partei ganz klar am Wahltag gemacht werden.